So. Jetzt haben wir alles, genau, auspacken wollten wir. Auspacken. Schuschu! Was zur Hölle ist Schuschu? Oh Gott, Schuschu wird auf diesem schönen Bett so schäbig aussehen. Das ist Schuschu. Sie hat mir wirklich durch schwere Zeiten geholfen. Schuschu. Aber das liegt jetzt hoffentlich hinter mir. Schuschu fehlt ein Ohr. Ist ein bisschen speckig, aber okay. Jeder braucht einen Schuschu. Seynor! Ethan hat echt Talent. Macht Sinn, dass seine Mom Künstlerin ist. Ja, es macht Sinn, dass seine Mom Künstlerin ist. Ja, das Kunstgen hat er dann wohl von ihr. Seynor, der Tunnel zur Monsterfestung von Dämonenheim eingestürzt. Gut. Seynor, ich muss einen anderen Weg hineinfinden. Die Uniform der Stadtwache? Anscheinend schon lange tot. Blut. Die Spur scheint hier zu enden. Außer hohl. Aha. Hier muss er durchgekommen sein. Durchgekrochen sein. Okay. Die Leiche einer Wolkenschlange. Sie muss durch die Decke gestürzt sein. Wenn ich eine höhere Ebene erreiche, dann finde ich vielleicht den geheimen Eingang. Deine Tage des Fliegens sind gezählt, Wolkenschlange. Aber vielleicht bist du mir noch von Nutzen. Ja, schön. Cool. Da ist sie, die Wolkenschlange. Dieses Leuchten über den Gipfel hinaus, das muss der Hintereingang der Festung sein. Cool. Ja, schön. Schön. Briefe auspacken. Briefe. Ich habe nie wieder was von Sydney gehört. Hoffentlich geht's ihr gut. Wer ist Sydney? Wir werden es erfahren. Hey Alex, was geht? Bist du immer noch bei Helfende Hände? Nur damit du es weißt, ich lösche meine Konten und tauche für eine Weile unter. Ich habe ein paar Mal mit diesen Typen geschlafen, damit ich einen Ort zum Schlafen hatte. Und jetzt belästigt er mich. Außerdem verlasse ich Burnside. Der Aufseher ist ein Rassist und beschuldigt mich dauernd zu dealen. Ich melde mich bei dir, wenn ich eine neue Situation organisiert habe. Mir gehen langsam die Optionen aus, aber du kennst mich. Ich werde kreativ. Ich hoffe, es geht dir gut. Ist Lauren noch da? Erinnerst du dich, wie du sie verdroschen hast? Lol, vermiss dich, du Depp. XO Sydney. Wenigstens war ja nicht alles egal. Kann man nicht von jedem behaupten. Liebe Alex, ich würde es dir nicht vorwerfen, wenn du diesen Brief wegwirfst, ohne ihn... Warte mal, was von... Oh, okay. Liebe Alex, ich würde es dir nicht vorwerfen, wenn du diesen Brief wegwirfst, ohne ihn geöffnet zu haben. Falls du ihn liest, danke, dass du mir die Gelegenheit gibst, mich zu entschuldigen. Ich war nicht bereit, ich war nicht dafür geschaffen, Pflegemutter zu sein. Der Stress, die Auseinandersetzung, das Rumschreien. Es war zu viel für mich. Besonders in meinem Alter. Ich hätte es besser wissen müssen. Es tut mir leid, falls ich die Dinge für dich verschlimmert habe. Viel Glück da draußen. Mit freundlichen Grüßen, Fräulein August. Wow. Ja, krass. Ich wünschte, die Medikamente hätten gewirkt. Was haben wir denn da? Abigail Lynn, Medizinerin der Medizin. Patientenname Alex Chen, Alprazolam, ER, 6 Milligramm. Keine Ahnung, was das ist. Jesse.
Mein Fels in der Brandung, damals in der Wohngruppe. Liebe Alex, alles Gute zum Geburtstag. Ich hoffe, du hast einen fantastischen Tag. Ich hoffe, dass du einen fantastischen Tag hast und dass du von den Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang mit keiner einzigen beschissenen Sache dich beschäftigen musst. Mal im Ernst, ich wollte dir für alles danken, was du für mich getan hast, seit wir uns kennengelernt haben. Ich fühle mich sicher und glücklich und sogar beliebt, wenn du in der Nähe bist. Ja, Satzbetonung, wichtig. Ganz schön ungewöhnlich für Leute wie uns, oder? Danke jedenfalls dafür, dass du da bist, dass du meine Freundin bist, dafür, dass du Harley vermöbelt hast, dafür, dass ich all deine Sachen tragen darf, auch wenn ich nicht frage. Ich will nicht wie eine Verliererin aussehen, aber du bist im Prinzip das einzig Gute hier. Alles Liebe, tschüssi! Okay. Gut, dann haben wir hier jetzt auch, haben wir noch irgendwas zum Auspacken? Foto auspacken. Ah. Verrückt, wie sehr wir uns verändert haben. Das ist dasselbe Foto, nur ohne Mom und Dad. Also dasselbe Foto, was gelb hat, da oben stehen, genau das. Das ist das, was ich meinte. Ach ja. Ja, dann gucken wir mal. Oh Gott. My Blog. Okay, das haben wir noch nicht. Gabe Chen. Ja, ich kann sehen, warum Gabe so gut hierher passt. Gabe Chen. Gratis Drinks heute Abend in der Black Lantern, um die Ankunft meiner Schwester zu feiern. Was zum Teufel stimmt nicht mit dir, Junge? Es gibt nichts gratis. Wein zu spät. Es steht schon im Internet. Steph. Gratis betrinken! Jack, versuch's nur. Wiley Lethe. Ich kann bestätigen, Alex ist super. Ich kann nicht bestätigen, wie du so super geworden bist und du so, naja, du halt. Gabe ist eine Anlage-Umweltsache. Mhm. Schön. Mike Loller. Ich entscheide mich zu glauben, dass es dann nicht um mich geht. Es reicht mit den ganzen Hergezogenen. Mir ist egal, ob es gut für die Wirtschaft ist. Ich vermisse dieses Haven von früher, wo noch nie hier jemand gewohnt hat und ich alleine war. McLaughlin, es wäre okay, wenn die wüssten, wie man fährt. Warum fahren? Da ist eine Straße und ach, egal. Was hat das damit zu tun? Oh, ist das schlimm. Mac, ich kann ihn nie leiden. Ben Daniels, besonders im Schnee, Mike Lolla, oder nachts. Jet Lucan, erinnere mich, Mike, bist du nicht selbst erst vor ein paar Jahren aus Jersey hergezogen? Mike Lolla, ja und guck, nur wie sehr es seitdem den Bach runtergeht. Steph Kringlitz, wem hast du es gezeigt? Dir selbst? Ja, also Mike Lolla, nicht der hellste, McLaughlin, ein Arsch. Lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ja, ja, nächstes Blumen. Freiwillige gesucht für das diesjährige Frühlingsfest. Die Anmeldung ist rechts bei Lieses Blumen. Kommt vorbei und seht, welche Rollen noch einen Freiwilligen brauchen. Sorgen wir für ein weiteres großartiges Fest. Jet, die Black Lantern liefert wie immer das Bier. Urban James, der einzige Grund hinzugehen. Oh, wow, okay. Das sind dann wahrscheinlich die ohne Bild sind irgendwelche gesichtslosen Minenarbeiter oder Menschen, die da nicht großartig vorgestellt werden. Ich weiß es noch nicht. Charlotte Harmon. Die Kunstwerke befinden sich in Arbeit. Lieses Blumen. Ich kann es kaum erwarten, sie zu präsentieren. Besonderen Dank an Diane von der Typhon-Minen-Gesellschaft, die Typhons Sponsoring des diesjährigen Fest koordiniert hat. Diane Jacobs, es war uns eine Freude. Machen wir dieses Jahr zu einem Jahr, an dem
man sich erinnern will, an das man sich erinnern will. Und ja, lesen sollte gelernt sein. Oh, ach so, nee, will ich das? Will ich das? Och, komm. Ja, komm, was soll's. Wir müssen ja Marilla. Marilla. Oh Gott. Oh nein. Oh. Marilla. Hey, ist das immer noch deine Nummer? Oh mein Gott, Alex? Hey, Marie. So toll von dir zu hören. Wie geht's dir? Ich bin okay. Tut mir leid zu fragen, aber hast du einen Platz, an dem ich schlafen kann? Meine unglaublichen Entscheidungen haben mir Ärger eingebrockt. Ja, natürlich. Unsere Wohnung hat ein Sofa mit deinem Namen. Ich rufe dich gleich an. Vielen Dank. Ich mach's gut und vielen Dank. Ich mache es gut mit Liebe und Zuneigung. Okay. Okay. Ja, nee, ist okay. Lol. Frohe Weihnachten, Alex. Hoffentlich bist du irgendwo, wo es warm ist. Hey Marie. Ja, hier ist es kuschelig warm. Frohe Weihnachten. 2014. Wow, warte mal kurz. Die erste 2014 und 15.11. und jetzt Weihnachten 2014. Alles klar. Hast du das mit Frau Stevens ja geklärt? Je geklärt? Nein, sie ist ein Miststück und ich bin danach wieder im Gruppenheim gelandet. Kuno, tut mir so leid, Alex. Du hast was Besseres verdient. Alles gut. Alles gut. Ich habe sie schon auf meine Kein-Verlust-Falls-Ermordet-Liste gesetzt. Hey Marie, ich habe die neueste PDC-Schallplatte gekauft. Ich tausche sie gerne ein paar Nächte auf deinem Sofa. Okay, 2015. Warte mal, wow, wie viel Zeit ist denn dazwischen? 15.12.2014, dann Januar 2015 und dann Mai. Okay. Hey, lol, kein Ding, ich bin jetzt zu Hause. Danke, ich verspreche, ich mache es nicht zur Gewohnheit. Geht klar, Mädel. Alex, wie geht es dir? Hab nichts mehr von dir gehört seit einem Jahr, seit über einem Jahr. Wow, okay, krass. Hey, sorry, hab die SMS übersehen. Dieses Jahr war verrückt, aber ich komme klar. Du? Und dann sind wir am 10.09.2016 und am 11.09.2016 hat sie zurückgeschrieben. Hä, warum übersehen? Okay. Ein Tag nach dem anderen. Ich habe einen echt netten Typen auf der Arbeit getroffen. Wir sind ein paar Mal ausgegangen. Oh, cool. Sag ihm, er soll es nicht versauen. Hey, ich bin in der Nähe. Willst du was trinken? Hola, chica. Achso, warte mal, das war 2014, 2014, 2015, ja, okay, alles klar. Hola, chica. Ich habe schon angefangen, los geht's. Lull. Ich bin zur Abwechslung einen Tisch im Aunties, ich habe zur Abwechslung einen Tisch im Aunties bekommen. Komm vorbei. Irre, bin gleich da. Hey Marie, es tut mir leid. Warte mal, das war jetzt, das war 22.04.2017 und jetzt fast ein Jahr später, okay. Hey Marie, es tut mir leid, aber ich kann nicht wieder bei dir schlafen. Ich habe beschlossen, dass ich eine Pause von der Hölle namens helfende Hände brauche. Alex, es tut mir so leid, aber ich habe Freunde, die hier übernachten, also geht es nicht. Vielleicht in ein, zwei Wochen? Keine Sorge, ich finde was. Einen schönen Abend. Dir auch. Viel Glück, pass auf dich auf. Das war dann 2018, wieder fast ein Jahr später. Hey, alles okay? Du hast die Bar gestern so schnell verlassen. Hey, Marie, bist du da? Marie, sei nicht schüchtern. Ich habe dich nackt gesehen. Marie, bitte texte mir, wenn du das bekommst. Ich habe nur einen Witz gemacht mit dem Zeug, das ich dir letzte Woche gesagt habe. Oh. An mir ist nichts seltsam, außer dem einem Geburtsmal. Ich war betrunken, ich habe nur Witze gemacht. Marie, bitte, ich brauche dich. Ich ertrage es nicht, wenn du von allen Leuten mich wie ein Freak behandelst. Bitte? Wow. Okay, dann hat sie Marie wahrscheinlich die Geschichte erzählt, dass sie ja sehr empathisch ist. Weil das ist sie ja. Sie ist sehr empathisch und kann Gefühle spüren, stark spüren und durchleben. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Macht sie ja nicht zu einem Monster. Isaac! Oh Gott.
My life is over. Isaacs. Hey Alex, Isaac aus dem Plattenladen hier. Danke für die Lektüre über Brianna Lillick. Ihr erstes Album ist klasse. Es war nett, dich kennenzulernen. Du musst die falsche Nummer haben. Oh, tut mir leid. Ich mach bloß einen Witz, Alter. Alex hier, lol. Himmel, ich war kurz so enttäuscht. Warum würdest du mir das antun? Sorry, war nett, dich kennenzulernen. Würde dich gerne auf einen Kaffee einladen. Du schuldest mir was für den grausamen und ausgefallenen Witz. Ha, vielleicht nächstes Wochenende? Super, ich melde mich Samstag. Fröhliches Halloween. Auch 2017, 19.10. Und ein paar Tage später. Hey Alex, hast du heute Abend Zeit für zwei Drinks? Oder drei oder vier? Ich kenne einen Laden in der Stadt, in dem die perfekte Sangria serviert wird. Hey Isaac, sorry für die Verzögerung. Anderthalb Stunden finde ich jetzt nicht schlimm, aber gut, okay. Drinks schaffe ich nicht, aber vielleicht Kaffee nach dem Mittagessen? Du kannst versuchen, deinen Musikgeschmack wettzumachen. Herausforderung akzeptiert. Warst du schon mal im The Silver Kettle auf der SW Washington? Noch nicht. 15 Uhr? Ich sehe dich dort. Ich hatte echt Spaß, Alex, trotz deiner fragwürdigen Getränkewahl. Nichts falsch an heißer Schokolade. Oh, da ist wirklich nichts falsch dran. Hi Alex, hast du heute Abend Zeit für Twings? Ich sehne mich nach einer weiteren Lektion über die Sänger-Songwriter von Portland. Ja, ist das eine Woche später, okay. Bereite dich auf etwas Bildung vor. Ruf mich nach dem Mittagessen an. Geht klar. Und jetzt einen Monat, nee, nicht einen Monat, zwei Wochen später. Hey Süße, ist es mehr als zwei Wochen, aber egal, drei Wochen. Hey Süße, ist dir heute nach Cocktails oder massig Popcorn und einem Film? Na, warum nicht beides? Das hört sich gut an, gerne. Fangen wir mit dem Cocktail an. Hast du so um 8 Zeit? Ja, klar. Sehr verspätet, aber frohes Neues. Tut mir leid, dass ich mich nicht gemeldet habe. War bloß beschäftigt mit meinen Kursen. 19.01. Okay, anderthalb Monate später. Ja, frohes Neues, mach dir keinen Kopf. Kann ich dich heute Abend ausführen? Wie wär's mit kompletten Abendessen, mit Wein und Brot? Eine richtige Mahlzeit? Richtige Mahlzeit klingt super. Danke, Isaac. Ich hübsche mich etwas auf. Wird Zeit. Du musst dich beim Aufhübschen anstrengen. Wow. Okay. Du hast mich noch nicht aus dem Bett gefallen, aufgehübscht gesehen. Ja, vielleicht sehe ich das morgen früh. Locker bleiben. Einen Monat später. Hi, Isaac. Bist du zu Hause? Hi, Alex. Wie geht's? Kann ich heute bei dir schlafen? Das Leben im Heim holt zu mir auf. Natürlich, ich öffne den Wein. Vielen Dank. Ich brauche eigentlich keinen Wein. Bin echt erledigt. Ja, ich mache ihn auf, nur für den Fall. Ruf mich an, wenn du unten bist. Alex, letzte Nacht war unglaublich. Ich bin froh, dass du vorbeigekommen bist. Okay. Ist alles okay? Toll. Hat sie mit ihm geschlafen, damit sie da schlafen kann? Also dasselbe, was, wie hieß sie? Marie gemacht hat. Okay, krass. Hey, ja, wir haben es gestern etwas überstürzt. Können wir das mit dem Sex für eine Weile sein lassen? Das stimmt nicht. Ich dachte, du hattest Spaß. Ich war einfach nicht in der richtigen Stimmung. Tut mir leid, das zu hören. Du hast mir all die richtigen Signale gegeben und ich dachte, du wärst interessiert. Mhm. Ja, drei Monate später. Hey, Alex, wie wär's mit Drinks? Alex, bist du wach? Sag mir Bescheid, wenn du die hier bekommst. Alex? Komm mit für Drinks, ich bezahle. Alex? Warte mal, das war gewesen. Drei Monate später und nochmal drei Monate später. Ein halbes Jahr später. Und dann, am 18.02.2019. Hi, Isaac. Alex Chen, lange nicht gesehen. Ja, ich weiß. Hör mal, ich brauche wieder einen Ort zum Schlafen. Kann ich dich mit kostenlosem Bier bestechen?
Du hast etwas, das viel besser als Bier ist. Und das weißt du auch. Uah. Hä? Ich brauche nur einen Ort zum Schlafen. Und das biete ich dir an. Plus mehr. Komm einfach vorbei. Was ein Schmierlappen, ey. Dieser Anrufer wurde geblockt. Du hältst von dieser Nummer keine Nachrichten mehr. Sehr gut. Das war eine richtige Entscheidung gewesen. Definitiv. Ja, was ein Schmierlappen, ne? Isaac. Richtiges Genius. Apropos Genius. Jean! Oh, das ist nicht so lang. Jean. Hey, bist du Jean? Für dich bin ich Cosmic Charlie Freund. Mit wem rede ich? Alex, Stacy hat mir deine Nummer gegeben. Verkaufst du die immer noch? Verkaufst du immer noch? Ah. Nur an jene, die wissen, wie man sich dem Fluss der Dinge hingibt. Ja, okay, vergiss es. Wow, okay. Gabe. Warte mal, Gabe hatten wir jetzt aber. Ich würde. Ich habe übrigens eine Nachbarschaft auf meinen Blog eingeladen. Ja, okay, das haben wir gesehen. Bridget. Bridget. Auch nicht so viel zum Glück, okay. Puh, Lesefolge. Meine Fresse. Glaub ja nicht, dass du zu unserer Familie gehörst. Miststück. Wow, okay. Bist du Bridget? Du wirst hier nicht bleiben. Geh dahin zurück, wo du hergekommen bist. Ich frage mich, was deine Eltern von diesem Benehmen halten. Sie werden dir nicht glauben. Du textet mir, du Jenny. Ich habe einen schriftlichen Beweis. Fick dich! Okay, Richard ist, ja, Dr. Lin. Ach, das ist Dr. Lin, ist die Therapeutin, ne? Ja, klar. Alex, wir haben einen Termin in meinem Büro. Wirst du es schaffen? 24.01.2018. Alex, pünktliche Teilnahme an Sitzung mit deiner zugewiesenen Beraterin ist eine Voraussetzung für deinen Aufenthalt im helfenden Händeheim. Alex, betrachte dies als Missachtung Nummer 1. Tut mir leid, hab mein Zeitgefühl verloren. Gemäß unserer Sitzung gestern, sich selbst steuern. Von Dr. Levi Hauptner. Okay, danke. Ich hoffe, dass es hilfreich ist. Wollte mich kurz melden. Wie geht's dir? Geht es Heather gut? Sie ist aufgebracht. Ich denke, du wirst mir zustimmen, dass dies verständlich ist. Aber sie ist nicht verletzt. Es tut mir so leid. Alex, bist du? Deine Sachen sind nicht hier. Bei wem bist du? Alex, bitte melde dich bei mir. Niemand weiß, wo du bist. Alex, mir ist klar, dass du in einer emotionalen, verletzlichen Lage bist. Ich würde gerne mit dir reden, bevor du heute Abend ausgehst. Bist du in deinem Zimmer? 21.10.2018? Ja. Kann ich kurz vorbeikommen? Ja. 28.04.2019? Ein halbes Jahr später. Viel Glück mit diesem neuen Kapitel in deinem neuen Leben. Ich möchte, dass du weißt, dass ich für dich hier bin, falls du mich brauchst. Dieser Anrufer wurde blockiert. Du hättest keine Nummer mehr. Keine Nachrichten mehr. Okay, alles klar. Jesse. Ja, klar. Jesse. Brieffreundin Jesse. Hey, Alex. Jesse hier. Vielen Dank für deine Hilfe mit Harley gestern Abend. Mein Kinn tut mir noch weh, aber es hätte viel schlimmer sein können, wenn du nicht eingeschritten wärst. Hey, Jesse, ich bin froh, dass es dir gut geht. Harley ist furchtbar. Mach dir keine Sorgen, nicht jedes Mädchen in Pflege ist so schlimm. Texte mir einfach, wenn du mich brauchst. 20.07.2017. Ganz trockenen Mund, ey. Mhm. Herzchen, Herzchen, Herzchen. Oh mein Gott. Danke. Ich dachte nicht, dass ich etwas zum Geburtstag bekomme. Die Kette ist wunderschön. Alles Gute zum Geburtstag. Sei nicht dankbar. Die habe ich im Leihhaus gekauft. Hey, Waisen können nicht wählerisch sein, oder? Ja, stimmt. Hey, Alex, entschuldige die Störung. Hast du Binden übrig? Ich habe hier eine Situation. Kein Problem, ich in der Schublade meines Nachtschranks nach. Ich glaube, ich habe da einige drin. Du
Du bist weiterhin meine Heldin. Danke. Hitzchen. Hey, Jessie. Hey, Jessie. Ich muss dir etwas Wichtiges sagen und will damit nicht warten. Ende des Monats ziehe ich nach Colorado, um bei meinem Bruder zu leben. Dich zu verlassen war der einzige Nachteil dieses Plans. Es tut mir wirklich leid. Ich will nur, dass du weißt, dass ich nur einen Anruf oder eine SMS entfernt bin, okay? Glückwunsch! Entschuldige dich nicht. Ich freue mich so sehr für dich. Können wir am Wochenende länger reden? Ich will alles darüber hören. Klingt gut. Viel Glück heute. Ich werde dich vermissen. Ich werde dich auch vermissen. Lass dich von niemandem rumschubsen, okay? Du bist absolut super. Das Leben war in den letzten Jahren hart, aber ich bin froh, dass wir uns kennengelernt haben. Ich auch. 28.04. Heute ist der 28.04., ne? Ich glaube, tue Dinge. Okay. Hey, Alex. Steph hier. Tut mir leid, dass ich wie eine Verrückte rausrennen musste. Ich freue mich darauf, dich heute Abend in der Lantern richtig kennenzulernen. Gleichfalls. Und Wine. Hey, Alex. Wine hier. Es war wirklich nett, dich im Plattenladen kennenzulernen. Freue mich darauf, dich mit dir später zu reden. Er hat mich auch gefreut, klingt gut. Junge, Tagebuch. Haben wir schon. Erinnerung. Gabe Riss, Mac, Wileys Brief. Alles klar. Pack deine Sachen aus, zu erledigen. Alter Schwede. So, Lesefolge. Ne? Mein Gott. Das war wild. Tasche auspacken. Tagebuch auspacken. Aber wir haben doch, oder? Mein Tagebuch. Ich sollte meinen letzten Zusammenbruch darin festhalten. Ja, klar. Okay. Mac. Wut. Oh, warte, Kopf juckt. So. MacWood. Es begann mit einem Klopfen. Ich denke, ich fühlte, dass etwas nicht stimmte, bevor Gabe überhaupt die Tür öffnete. Als gleite etwas unter der Tür durch. Etwas Rotes, etwas Grobes. Dann ist da Mac. Und die bekannte Furcht, die meinen Kontrollverlust begleitet. Und egal, wie sehr ich dagegen kämpfte, es geht einfach nicht, bis mein Blut kocht. Dann der Teil, in dem mein ganzer Körper bereits beschlossen hat, jemanden weh zu tun. Und dass es passieren wird und niemand kann mich aufhalten. Max Wut fühlte sich heiß und schwindelerregend an und auch etwas ängstlich. Alles drehte sich um Wiley. Rot? Wut durchgestrichen, Angst. Der Gedanke an sie mit jemanden anderen. Der Gedanke an sie mit jemanden anders. Gott, der Gedanke an sie mit jemand anderen, der Gedanke an sie mit irgendwem anders. Boah, lesen ist heute in der Folge nicht mehr so geil, ne? So, er war unter seiner Haut, brannte. Das Gefühl, wie glühende, heiße Stricke unter deinen Rippen. Es ist eines der erschöpfendsten Gefühle der Welt. Es ist so eine Erleichterung, wenn es vorbei ist, wenn deine Ohren aufhören zu klingeln und dein Herz sich von Kolibri zu Presslufthammer verlangsamt. Es ist so eine Erleichterung. Schade, dass ich Gabe dafür eine verpassen musste. Wie entschuldigt man sich für sowas? Fäden, die uns fesseln, ihr verbrennt und verbindet. D. Schmerz in meinen Rippen, bis du verschwindest. Ah ja, okay. Brodeln, atmen, spalten. Ich pack den Rest später aus. Ja, reicht für heute.
Oh, was ist das? Krass. Nicht dein Ernst. Alex, hier ist ein kleines sozusagen Willkommensgeschenk. Kann's kaum erwarten, dich spielen zu hören. Okay, Alex, hier ist etwas, das Willkommen daheim sagen soll. Okay, kann's kaum erwarten, dich spielen zu hören. G. Oh, Gabe, nice. Spiel! Super, Alex. Du bist durchgedreht und hast jemanden vor den Augen deines Bruders aufgemischt. Zu Recht, aber auch. Also, wie fühlst du dich jetzt? Von der Wut befreit. Würde ich denken, meinen, hoffen. When you were here before, couldn't look you in the eye. Dressed like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. Whatever makes you happy, whatever you want. Very special. God, I wish I was special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Oh, das war schön. Ich hätte gern das ganze Lied, die in ihrer Version. Richtig nice. Du und deine verdammten Überraschungen, Gabe. Richtig nice. Oh, ich hoffe, dass wir öfter solche kleinen Ständchen von ihr zu hören bekommen. Hier zu sein ist zu schön, um wahr zu sein. Ja. Das lasse ich mir von nichts kaputt machen. Richtig. Be strong. Ich sollte runtergehen und die Sache mit Gabe gerade biegen. Ja, aber erst in der nächsten Aufnahmesession, in der nächsten Folge. Ich weiß es noch nicht so hundertprozentig. Das ist, glaube ich, die erste Folge, die ich versuche abzumoderieren. Es hat vorher nicht wirklich so richtig gepasst. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, lasst gerne ein Like da, lasst gerne einen Kommentar da. Würde mich freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Also bis gleich. Und ich sage natürlich wie immer, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und gute Nacht.